Moin Moin ihr Lieben, ja, heute wollen wir mal einen SR2-Motor bauen, einen Tuning-Motor. Und zwar habe ich mich entschieden für die Komponenten von ZT-Tuning. Die bieten jetzt ja einen schönen neuen Zylinder an mit 5,5 PS. Das ist schon wirklich Sahne, sag ich mal, für einen SR2. Und ja, ich zeige euch im Video, welche Komponenten wir verbauen werden bei dem Motor. Und wir fangen heute mal an, das Ganze zu zerlegen und auch den Motor zu bearbeiten, dass der Zylinder eben auch passt. Ja, wir schauen uns zuerst mal den Zylinder an. Der ist von ZT Tuning. Ist ein Aluzylinder, Nikasil beschichtet. Finde ich sehr gut, weil beim SR2 ist generell ein Problem die Wärmeableitung. Ich glaube, jeder kennt das. Die Dinger werden extrem heiß. Und durch so einen Aluzylinder hat man natürlich eine mega gute Wärmeableitung. Hat eine 40 mm Bohrung, seht ihr ja hier. Ja, können wir mal. Ich hole mal eine Taschenlampe. Vielleicht kann man das dann ein bisschen besser sehen. Ja, hat schön große Kanäle, sauber gearbeitet das Ganze. Da kann man echt nicht knurren. Sieht sehr gut aus. Kopf dazu ist mit O-Ring-Abdichtung. Sieht so aus das Ganze. Hier kommt der O-Ring rein. Ups, jetzt ist er runtergefallen. Naja. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Zack, der kommt hier so rein. Habt ihr eben eine O-Ring-Abdichtung hier sauber. Auch sehr gut gearbeitet alles, muss man wirklich sagen. Auch hier oben, was ich immer schön finde, die Flächen, wo die Mutter nachher aufliegen, auch geschliffen. Ja, macht einen sehr guten Eindruck. Kolben schaut so aus. Ganz normal, zwei Ringkolben mit schmalen Ringen. Sieht auch gut aus. Ihr kennt das jetzt wahrscheinlich nicht auf der Kamera. Diese grauen kleinen Flecken, die ihr hier überall seht, das ist so meistens guter Indiz, dass da vernünftiger Siliziumanteil drin ist. Wenn die ganz blank sind, ist meistens wenig Siliziumanteil drin. Aber hier sieht wirklich sehr gut aus. Ich muss mal ganz kurz gucken, wird wahrscheinlich auch geschliffene Anlaufflächen haben. Ja, hier ist auch drin geschliffen. Ja, gefällt mir sehr gut. Kurbelwelle. Kommt auch von ZT Tuning da rein, eine Big Bore Welle. Vorteil hier ist natürlich auch, dass wir Nadellager oben haben und keine Gleitbuchse mehr. Wir haben hier oben ein Silbernadellager, können damit nachher, ja, ich würde bei so einem Tuning-Motor würde ich immer so, ja, 1:40, 1:45 fahren, ja, dass man da auf der sicheren Seite ist. Welle ist auch sehr gut gearbeitet. Muss man sagen, sieht alles sehr hochwertig aus. Vergaser, kommt nachher Normalvergaser rauf, ein 16er. Damit werden wir das gute Stück befeuern mit Kraftstoff. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das nachher damit läuft. Kommt auch ein Tuning-Auspuff ran, auch von ZT Tuning. Ich empfehle euch ja auch immer, wenn ihr jetzt so ein Projekt vorhabt, dass ihr die Komponenten von einem Hersteller wählt, wenn es da alles gibt. Also, wenn ihr alles bekommt, dann kauft lieber bei einem Hersteller, bevor ihr jetzt das da kauft, das andere da. Weil die Jungs haben sich da auch schon einen Kopf gemacht, warum, weshalb, wieso, was zusammenpasst. Und ja, dann ist man eben auch auf der sicheren Seite, dass das nachher auch wirklich von den Komponenten auch harmoniert. Ich räume mal den Zylinder und das alles weg hier, denn wir wollen anfangen, den Motor zu zerlegen heute. Und ja, ich zeige euch so ein paar Sachen, die noch bearbeitet werden müssen, damit eben der Zylinder auch passt. Das machen wir heute auch im Video. Und ja, weil das so Plug and Play passt es dann auch nicht, weil es ist natürlich klar, durch den mehr Hubraum und durch die größeren Kanäle müssen wir natürlich hier auch das Ganze anpassen. Aber jetzt fangen wir erstmal an, dass wir den Motor auseinandernehmen. Ja, zuerst werde ich erstmal den Zylinderkopf runternehmen, dass wir das einmal demontieren hier das Ganze.
der ist natürlich jetzt mit den Jahren schon ordentlich, ja, festgegammelt hier alles. Ich habe hier wieder meine Schachteln, wo die Teile reinkommen. Und wir schauen uns das mal an, wie das hier aussieht. Ansonsten sieht der Motor noch gut aus. Von außen keine Ausbrüche, was ich jetzt irgendwie gesehen habe. Das ist immer wichtig, dass ihr darauf achtet, wenn ihr euch schon die Arbeit macht, so einen Motor aufzubauen, dass ihr da eben darauf achtet, dass da jetzt irgendwie nichts irgendwie groß ausgebrochen ist, dass die Gewinde in Ordnung sind und sowas. Weil das erspart euch doch viel Arbeit, wenn ihr darauf achtet, dass das gleich in Ordnung ist. Klar kann man das alles reparieren. Oh Mann, mein lieber Gesangsverein, die sind mal ein bisschen fest. Das ist ein bisschen doll. Da hat das einer gut gemeint. Ja, Kopf kann runter, wenn er runterkommt oder runter geht. Ich werde mal hier ganz leicht mal hebeln. Ihr müsst natürlich aufpassen bei den Dingern. Da brechen echt extrem schnell die Kühlrippen ab. Deswegen seid ihr echt vorsichtig, wenn ihr da hebelt. So, das war die Unterlegscheibe. Die saß fest. Mann, was ist das Ding denn so verkeilt und fest, ey. Jetzt kommt er. Ja, da müssen wir dasselbe Spiel. Da werde ich aber mit einem breiten Hebel hier mal zwischen. Und da müssen wir mal schauen, dass wir da ganz vorsichtig, weil das ist, die Dinger sind wirklich sehr, Mann, so, komm runter. Sehr empfindlich, was hier, wenn ihr hier unten hebelt oder so. Das bricht gerne schnell weg hier alles. Ja, das ist der alte Zylinder. Sieht natürlich dementsprechend auch aus. Deswegen kommt das ja auch alles neu jetzt hier. Und einmal mit ein bisschen Leistung. Ja, SR2 ist ja nicht so ganz verbreitet. Was Videos angeht und überhaupt Tuning und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich da auch mal ein Video zu mache. Ich mache die schon öfter, die Motoren. Nur im Tuning nicht ganz so oft. Also, weil die meisten natürlich ja, doch ein bisschen Angst haben, dass das nicht hält oder so. Also getriebetechnisch braucht ihr euch da gar keine Sorgen machen. Das Getriebe von den Dingern ist so robust. Da passiert echt nichts. Es war bloß immer ein Problem mit der Thermik, mit den Zylindern, dass die eben ja gerne geklemmt haben bei dem Gusszylinder. Und jetzt mit den Aluzylindern ist das natürlich eine schöne Sache, weil ihr da eine super Wärmeableitung habt, dass eben die Wärme schnell weg kann. Und das wollen wir ja. Wir wollen, dass die fix vom Motor weggeleitet wird. Ach, jetzt ist es wieder 14, ne? Oh, das ist ja auch alles schön festgegammelt. Festgejaucht. So, 14er Nuss hatte ich hier auch irgendwo schon gehabt. Da ist sie. Wenn wir mal den Motorhalter hier mal wegnehmen. Sonst sieht der Kolben noch gut aus. Da kann man nicht knurren. Hat nicht geklemmt oder irgendwas. Den werde ich jetzt erstmal rausnehmen. Der kommt sowieso weg, aber man muss es ja nicht mit Gewalt hier irgendwas jetzt kaputt machen. So. Der Schlingel will noch nicht, wie ich will. So, da haben wir ihn. Und hier seht ihr auch schon, das ist eben original mit Leitbuchse. Ich zeige euch das mal kurz. Upsala, von Dichten. Hier habt ihr eben eine Gleitbuchse aus Messing. Und ja, nachher hat er eben eine schöne Nadellagerung. Und ja, man kann dann eben auch ein anderes Gemisch fahren. Braucht jetzt nicht ganz so fett fahren. Zündung kommt auch eine Wape rein. Ja, dass das eben auch vernünftig läuft. Weil ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr jetzt so einen Motor macht, generell, wenn ihr natürlich so ein Original-Fetischisten seid, klar, dann lasst die drinne, aber dann müsst ihr euch das mit Tuning überlegen, weil das harmoniert nicht so gut zusammen. Eine Kontaktzündung mit Tuning ist einfach so, hat sich nicht so bewährt gemacht. Ja, wir machen mal weiter, dass ich die Zündung mal runternehme. Stellt euch hier mal so ein bisschen anders hin, dass ihr da wieder ein bisschen mehr Einblick habt in das Ganze.
Ich habe übrigens hierfür jetzt keinen Montageständer, deswegen machen wir das Ganze hier oldschool-mäßig auf eine Holzplatte. Nehme ich auch gerne für die MZ-Geschichten. Da nehme ich auch gerne die Holzplatte hier, die habe ich mir mal gebaut. Ja, jetzt werden wir mal die Zündung runternehmen, dass die mal hier runterkommt. Ja, die Kontaktzündung ist so eine Sache, wenn die gut laufen, dann laufen die ja auch. Ist auch nichts gegen einzuwenden, wenn man jetzt eine hat, die noch vernünftig läuft, generell bei den Motoren, ob jetzt hier SR2 oder K51-1 oder so, die M53, M54 Motoren. Ich sag mal, wenn die laufen, okay, aber es ist halt das Problem, dass die ganzen Zubehörteile, sei es jetzt Kondensatoren und sowas, dass das eben alles nicht so eine gute Qualität hat, der Nachbau, gerade was die Kondensatoren angeht. Und wenn ihr euch jetzt da so eine Zündung überholt und macht jetzt da einen neuen Kondensator rein, dann seid euch sicher, von 20 Stück funktionieren irgendwie 3 Stück. Und deswegen bin ich immer kein Freund davon, ja, so eine alte Zündung jetzt eben drin zu lassen. Auch wenn man jetzt den serienmäßig überholt. Klar, wenn sie noch läuft, kann man das machen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das doch immer zu Problemen führt. Das ist so. Und wenn ihr so eine schöne Ausfahrt macht und euch kackt mir die Zündung ab, dann ärgert ihr euch die Pest. Das kann ich euch sagen. Das ist nicht schön. Ja, wir machen mal weiter. Ich kann mal hier unten das Bodenblech mal abschrauben. Wo ist denn jetzt hier mein kleiner Schraubenzieher da? Was ist das denn hier? Da ist gar kein Schlitz mehr drin. Das ist eigentlich eher so ein Ölfangblech, sage ich dazu immer. Weil die doch gerne mal lecken, unten aus der Kupplungswelle und aus der Schaltwelle. Ist bei dem Motor nicht ganz so schön gelöst. Da ist drin so eine Abdichtung, werdet ihr nachher beim Aufbau sehen, wenn wir den Motor aufbauen, was ich meine. Und ja, ist nicht ganz so schön gelöst, finde ich. Hier unten kann ich euch das mal zeigen. Hier ist ja eben der Kupplungshebel, ne, und der Schalthebel. Und ja, das ist nicht ganz so schön gemacht, muss man sagen. Es funktioniert, aber hier seht ihr ja auch schon, ist alles voll Öl. Die sind meistens immer undicht hier. Und da, ja, wir können da jetzt gleich mal die Feder aushängen hier. Na, komm raus hier. Aber damals war das eben so, ne? Da hat man sich darüber nicht so die Gedanken gemacht. Da war das einfach so. Und ja. Hat ja auch funktioniert. Heißt jetzt ja nicht, dass das schlecht ist komplett. Aber es ist jetzt nicht so schön gelöst. Man hätte das auch lieber von oben machen sollen, den Hebel. Unten ist immer eine schlechte Sache wegen Abdichtung und so, ne? Das ist einfach so. Gut, jetzt brauchen wir mal eine Nuss, eine große. Die muss ich mal von drüben holen. Ups. Hä? Falsch. Einsortiert, 30 ist das nämlich. So, jetzt müssen wir hier noch mal ein bisschen klopfen, damit die 50 rauf geht. Weil das Blech da sitzt. Na, die ist jetzt nicht gerade fest gewesen. Muss auch nicht ganz so doll fest, man muss nachher gucken. Wenn man die zu doll anknallt, dann quetscht ihr das alles extrem zusammen. Weil hier noch mal so ein Stützblech ist. Und dann eben eine Gummiabdichtung. Das Stützblech sitzt da sozusagen drauf auf der Gummiabdichtung. Ist natürlich alles schon knüppelhart jetzt hier. Das muss man auch mit Bedacht hier anziehen. Jetzt können wir mal das Ritzel runternehmen. Da müsst ihr darauf achten, dass es Linksgewinde. Dass ihr da drauf achtet.
Nicht, dass ihr euch da wundert, knallt ihr das Ding an und wollt die lösen, dreht in die falsche Richtung und reißt im schlimmsten Fall das ganze Gewinde hier runter. Das wäre natürlich dann fatal. Deswegen darauf achten, dass das Linksgewinde ist. Joa, ich packe mal hier ein bisschen Werkzeug wieder beiseite. Ich mag das immer nicht, wenn das hier alles so viel rumliegt. Und dann machen wir auch gleich weiter. Nur so ein bisschen Ordnung muss ja sein. Ne? Ja, Ritzel hat extra oder braucht man extra einen Abzieher für. Sieht so aus. Man schraubt einen normalen Abzieher da rein. Und dann kann man das Ganze hier eben rübersetzen. Jetzt muss ich mal gucken. Der ist ein bisschen zu weit reingedreht. Muss ein bisschen klopfen. Da ist meistens ein bisschen Dreck immer dazwischen. In der Rille da. Und jetzt drehen wir uns den ran. Und dann können wir eben jetzt das Ganze runterziehen. Weil die sind doch meistens sehr fest. Oh, jetzt geht's. Ging noch. Ging. Habe ich schon schlimmer gehabt. Weil die sitzen eben auf dem Konus hier. Und na, komm runter. Haben eben hier einen Konus. Und teilweise sitzen die wirklich bombenfest. Also fangt da nicht irgendwie an, dass ihr da mit Kuhfüßen oder so was da irgendwie versucht, das Ding runter zu hebeln. Das wird meistens nichts. Das geht in die Hose. In die Hose! Ja, wenn wir die Dichtkappen mal runternehmen. Ich freue mich schon drauf auf diesen Motor. Also das ist schon... Also auch mit den Komponenten, das wird cremig laufen, denke ich. Hier auch darauf achten, hier ist noch ein Keil. Also vom Abtriebsritzel. Da ist ein Halbmond drin. Und den, ja, auch neu nehmen, weil die haben oft, wenn ihr das hier ausseht, die sind jetzt, oder verschlissen hier, ne? Schon richtig Riefen drin. Und das kommt daher, weil, ich sag mal, die Motoren sind natürlich alt, das ist das eine. Und ist dann eben auch ein Verschleiß da und früher hat man das nicht neu genommen. Da hat man eben das benutzt, was da ist und dann auch wieder verbaut. Und deshalb sind die meistens ganz schön angefressen. Deswegen empfehle ich euch, den Halbmond auch da neu zu nehmen. Ja. Es sieht alles aus, als wenn er noch nie offen war. Also es scheint so. Das ist alles, auch von Dichtung her, ist das noch sehr original. So, ich mache das hier nur mal so grob weg. Dass das ein bisschen was zu sehen ist hier. Weil da ist nämlich noch Ausgleichsscheiben. Dann ist hier noch eine Ölleitscheibe drin. In dem Fall jetzt nur die Ölleitscheibe. Ja. Ja, Dichtkappen sind runter. Wir können hier hinten das Motorlager auch schon rausziehen. Das kommt ja auch alles neu. Da müssen wir mal das Ding rauszerren. Das Gummi hier. So, das ist erledigt. Dann können wir uns den Motor einmal umdrehen. Und können die Kupplung zerlegen. Kupplung ist eigentlich wie beim M54 Motor. Eben auch mit den Hütchen und den Federkappen und so weiter. Das ist eigentlich alles gleich. Die drücken wir uns einmal runter. Da braucht ihr ja am besten so ein Werkzeug hier. Ihr könnt euch auch eine Nuss nehmen, die vorne einschlitzen. Das geht auch, aber Problem ist, wenn die Dinger wirklich mal die Reise machen und die rausspringen, die euch fliegen die Dinger sonst wohin. Und dann habt ihr halt das Problem, dass ihr die meistens nicht mehr wiederfindet. Die fliegen durch die ganze Werkstatt und dann ja, sucht ihr euch einen Wolf. Und mit so einem Werkzeug ist das doch eine schönere Sache. Ich nehme mir dann meistens einen Magnetstab, sammle die mir die ein, die kleinen Stifte, dass die nicht wegkommen. Und dann können wir auch schon
die Kupplung runternehmen hier. Ja, ist auch alles sehr hart schon und so weiter. Also, aber in dem Fall kommt das ja eh alles neu. Deswegen macht das jetzt keinen Willen, da die Belege und so auch neu kommen. Ja, dann müssen wir jetzt einmal den Primär lösen. Jetzt brauche ich mal einen Gegenhalter, den habe ich hier, dass wir uns das einmal blockieren hier, das Ganze. Hier auch wieder, wenn ihr so einen Gegenhalter nicht habt, baut euch sowas entweder oder bestellt euch einen im Internet. Ja, macht das Ganze doch einfacher. Weil jetzt da irgendwie mit was zwischenhalten oder sonstiges, empfehle ich euch nicht. Ihr macht das doch alles kaputt nur. Ich weiß, man könnte auch jetzt hier einen Lappen zwischenstecken hier so und das Ganze eben lösen, aber da rate ich von ab. Ja, Gegenhalter hierfür ist eigentlich derselbe wie beim M53, M54 Motor. Ist identisch, also wenn ihr den habt, könnt ihr das damit ganz normal gegenhalten. Das ist genau der gleiche. Da müsst ihr nicht extra einen bestellen, aber den vorderen Gegenhalter, den braucht ihr schon einen anderen. Ja, Primärbuchse, also Primärkorb. Dann ist hier unten noch eine Anlaufscheibe, die muss auch raus. Und dann müssen wir uns ums vordere Ritze kümmern. Da ist auch wieder, braucht ihr auch wieder gleich den Abzieher, den speziellen. Hier ist ganz normal Gewinde. Und hier müssen wir wieder den Abzieher aufsetzen. Hier ist noch eine Zahnscheibe. So, den setzen wir uns auf. Können jetzt eigentlich, wie gesagt, den Gegenhalter können wir lösen und wieder rausnehmen. Weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Im Grunde eigentlich trotzdem schöne Motoren, muss ich sagen. Aber für die damalige Zeit, man muss das ja immer zurücksehen oder zurückrechnen in die damalige Zeit. Und ich finde, ja, dass sie sich trotzdem in der Zeit was überlegt haben, ne? So, ich muss den mal ein bisschen tiefer drehen hier. Dann werden wir das mal runternehmen. Oh, die gehen aber. Also, ich habe schon welche gehabt, die waren sowas von fest. Da musste man also wirklich richtig Alarm anwenden, also richtig Gewalt. Oh, wo ist es hingeflogen? Hier ist es. Ja, hat auch wie gesagt so einen Konus. Da seht ihr das. Und dadurch hält er eben zusätzlich nochmal. Und oder dadurch hält er eigentlich komplett, also klar durch die Schraube auch. Viele denken immer, durch den Halbmond hält so ein Ritzel, ist aber nicht so. Das Ganze hält über den Konus. Wellnichtring haben sich auch manche, wundern sich immer, dass der so rum drin ist. Das gehört aber so. So, der kommt nämlich so rum rein. Viele denken immer, der ist falsch rum drin. Ist aber nicht der Fall. Also das gehört schon so. Hat alles seine Richtigkeit. So, Motorlager können wir hier hinten nochmal rausziehen. Ja, die Gummis, die haben das natürlich auch hinter sich. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber wer weiß, wie alt die auch schon sind. Also ich glaube so, dass die noch original sind. Ich denke nicht, dass der Motor hier mal auf war. Das sieht alles sehr sehr original noch aus. Das sieht man ja oft. Also man merkt das schon, wenn so ein Motor mal auf war. Das sind schon andere Anzeichen typisch für. Und der Motor ist in meinen Augen noch ungeöffnet gewesen. Das sind auch noch DDR-Lager. Ja. Gut. Ich werde mal die Gehäuseschrauben alle lösen. Und dann setzen wir das Trennwerkzeug auf. Sieht so aus, dass wir dann gleich den Motor einmal trennen können. Ja, dann schauen wir uns mal das Innenleben an, wer sowas noch nicht gesehen hat. Wenn jetzt hier so eine Gewinde mal kaputt sind,
kann ich euch wärmstens empfehlen, dass ihr euch so einen Recall-Satz holt. Damit kann man so eine Gewinde super reparieren. Na, geh mal auf hier. Geh mal auf. So, da haben wir ihn. So sieht so ein Satz aus. Dann bohrt ihr einmal vor, schneidet ein Gewinde rein, könnt eben so eine Gewindehülsen einsetzen. Finde ich klasse Sache. Funktioniert auch wunderbar. Gerade wenn man jetzt so Gewinde hat, wo man wenig Fleisch hat außen, kann man das da sehr gut mitmachen. Und ich habe oft Motorengehäuse oder Motoren, wo das Gehäuse eben defekt ist, wo die Gewinde kaputt sind. Und deswegen, das geht wunderbar mit diesem Reparatursatz. Ja, ich will euch aber jetzt nicht weiter langweilen hier. Ich werde jetzt schnell fix die Schrauben alle rausnehmen und dann sehen wir uns gleich wieder. Motortrennvorrichtung sitzt jetzt drauf. Übrigens muss ich euch schlechte Nachrichten erteilen, der war doch schon offen. Ich hatte da nicht drauf geachtet, sorry, die Schrauben, die waren doch sehr verknaddelt alle schon. Na, nun stell doch mal scharf hier. Da seht ihr das. Deswegen immer mein Appell, nehmt neue Schrauben, wenn ihr so einen Motor macht. Aber der Motor wurde zur damaligen Zeit mal gemacht irgendwann. Und ja, da hat man wahrscheinlich gespart, hat die alten Schrauben wieder genommen. Und ja. Dann hat man bloß Probleme beim Zerlegen, ne? Die lassen sich eigentlich sehr, sehr gut trennen. Die sind echt safe, was das angeht. Da habt ihr wenig Probleme. Also, teilweise bekommt ihr die auch, wenn ihr Glück habt, nur mit dem Schonhammer auseinander. Dass ihr wirklich nur klopfen müsst und dann kriegt ihr die auch auseinandergebaut. So, das war's schon. Oh, ordentlich Schlamm drinne. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Hier müssen wir mal gucken. Hier sind ja, ist der Rollenkäfig mit den Rollen. Die schnappen wir uns jetzt mal. Und eben die Kette. Rollenkäfig auch neu nehmen. Sieht so aus, das Ganze. Weil die brechen doch gerne mal. Ist der sogar gebrochen? Ja, seht ihr, der ist sogar gebrochen. Und sollte man auf jeden Fall neu nehmen, das Ganze. Ihr ärgert euch sonst nachher auch, wenn ihr so einen Motor aufbaut. Und dann spart ihr an sowas. Und ja, das ist dann nicht so schön. Das sieht alles noch gut aus. Auch darauf achten, dass die Mäuseverzahnung hier immer noch schön intakt ist. Sonst müsst ihr eben eine andere Welle einbauen. Hier unten ist nochmal eine Anlaufscheibe drin. Da müsst ihr uns eine andere, ja, andere Welle nehmen, wenn die Mäuseverzahnung jetzt kaputt ist, weil das ist sonst ärgerlich, wenn ihr das alles zusammenbaut und dann, ja, kriegt ihr die Pedale nicht fest. Hier brauchen wir auch neue Zahnräder. Hier seht ihr wahrscheinlich die Fenster, die sind extrem, na, ausgewaschen. Seht ihr das? Das ist schon richtig eine Rundung. Das ist eben, weil das andere Zahnrad da eingreift. Und ja, somit ist das eben auch verschlissen. Ich muss das jetzt mal hier, wenn ich Glück habe, kriege ich das so raus. Ne, muss den ja einmal lösen gleich. Ne, doch, geht raus. Hier seht ihr die Zapfen. Und ja, die greifen ja hier ein in die Fenster. Und das ist schon zu stark verschlissen. Da müssen wir sehen, dass wir da, ja, auf jeden Fall ein anderes nehmen, weil das ist zu doll. Bei den Wellen auch darauf achten, dass die eben intakt sind, dass hier das Gewinde in Ordnung ist, hier vorne, dass das alles heil ist. Das sieht noch gut aus. Hier ist aber auch ordentlich eingelaufen. Da sieht man es. Da ist eine ordentliche Kante. Und hier auch die Fenster, die sind sehr schon an oder fangen sehr an, hier schon, ja, oval zu werden. Und das, wenn wir hier Leistung drauf packen wollen, können wir das damit knicken. Also das mache ich jedenfalls nicht. Das ist jedem selber überlassen, was er da, wie er das macht und ob er das macht und das wieder einbaut. Aber ich auf jeden Fall nicht. Wir werden mal den Schaltarm hier mal rausnehmen. Weil
das führt nachher nur zu Problemen, wenn ihr sowas wieder einbaut. Ja, könnt ihr übelste Probleme da kriegen, ob jetzt die Gänge da rausknallen oder dass sie nicht richtig reingehen. Hier ist auch nochmal eine Dichtung unten mit der Scheibe. Das auch alles neu nehmen. Wichtig, dass ihr das auf jeden Fall neu nehmt. So, dann können wir hier mal die Welle rausklopfen. Uns die nochmal anschauen. Aber das sieht... Die sieht noch sehr gut aus. Ja, das ist eben auch wichtig, dass ihr euch das alles anguckt. Ja, weil... Na, da ist der Halbmond drin. Den müssen wir erstmal kurz mal entfernen hier. Na komm her. Der blockiert da. Ich dachte, der fliegt alleine raus. Oft ist das der Fall. Jetzt in dem Fall natürlich nicht. Jetzt können wir die Welle auch rausnehmen. Ja, und so sieht so eine Standardwelle eben halt aus. Kommt ja, wie gesagt, auch alles neu. Ja, können wir hier den Wellenlichtring rausklopfen. Und das Lager. Da ist er. Dahinter sitzt noch mal eine Ölleitscheibe. Wichtig, dass ihr die auch verbaut wieder. Dann können wir uns hier den Sprengring mal lösen. Und dann können wir das Lager rausnehmen. Na, das sind immer so eine ganz kleinen hier. Da ist er, diese schmalen. Und dann können wir auch schon... die Lager gleich rausnehmen hier. Ich weiß, ist normal die falsche Zange. Die ist normalerweise, aber in dem Fall funktioniert die ganz gut dafür. Und dann müssen wir nämlich gleich das Gehäuse noch bearbeiten. Ich werde das natürlich jetzt gleich erstmal reinigen. Das ist natürlich klar, dass wir das einmal komplett reinigen und dann zeige ich euch, was wir hier machen müssen, denn wir müssen hier den Einlasskanal vergrößern, weil das natürlich für einen Standardzylinder ist und wir wollen natürlich mit dem Tuningzylinder mehr Leistung fahren. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall umarbeiten. Ich werde jetzt hier auch mal die Lager rausnehmen und das Gehäuse waschen und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich mit dem Anzeichnen und mit dem Auffräsen der Kanäle. Ja, liebe Leute, Gehäuse ist sauber, ist nochmal Glasperlen gestrahlt. Wichtig, wenn ihr sowas strahlt, nicht die Lagersitze mitstrahlen. Das ist ganz wichtig. Sonst nimmt ihr da Material ab und dann sitzen ja die Lager nicht mehr fest. Ja, ihr könnt wahrscheinlich schon in Rot hier erkennen, habe ich schon mal was angezeichnet. Und zwar ist das so, wenn ihr jetzt natürlich den Zylinder verbaut, dann müsst ihr das Motorgehäuse ja, vergrößern. Wir haben ja hier den Einlass und der ist natürlich weitaus größer wie beim Original. Ich habe jetzt mal Stehbolzen montiert, dass wir hier den Zylinder aufstecken können. Und ja, ihr seht schon, da muss einiges vergrößert werden, dass das eben passt. Wir haben auch hier 16 mm, müssen wir hier auch das Ganze also, ja, erweitern auf 16 mm. Das habe ich mir auch schon angezeichnet mit einer Dichtung. Nun ist es aber so, wir wissen jetzt ja noch gar nicht, wo steht denn überhaupt der Zylinder. Wenn wir das jetzt so anzeichnen würden, würde das nicht hinhauen, also nicht perfekt, weil wir natürlich noch mit den Fußdichtungen das Ganze ausgleichen und der Zylinder natürlich dadurch höher kommt. Wir müssen jetzt erstmal das Quetschmaß ermitteln, um eben perfekt rauszubekommen, wo sitzt nachher wirklich die Buchse oder der Zylinder, in welcher Höhe. Ja, wie machen wir das? Ich habe das jetzt so, ich habe Lagerdummies, das sind einfach, ja, gedrehte Polyamidbuchsen, die genau das Maß vom Lager haben. Und die setzen wir uns jetzt hier ein, nehmen uns die Kurbelwelle mit Kolben, setzen uns das hier auch ein, können jetzt die andere Gehäusehälfte aufstecken. Wir können da auch schon gleich den Dummy mit reinpacken. So, und dann können wir das Ganze jetzt nämlich einmal zusammenstecken und können den Zylinder montieren. Und können dann eben schauen, wo
ist die Quetschkante, wie hoch muss der Zylinder? Und dann weiß ich ganz genau, wo der nachher steht. Ja, ich werde jetzt mal, wir machen das jetzt mal so, dass ich mal eine dicke hier nehme. Ich habe jetzt die Kolbenringe abgemacht, ja, damit das Ganze eben jetzt hier einfacher geht zum Montieren. Das ist ja jetzt ja nur, um rauszubekommen, ja, wo sind wir oder welche Höhe brauchen wir. Ich würde jetzt noch mal eine dünne noch mal dazu nehmen, dass wir da gleich mal schauen, um Quetschmaß, wie wir da hinkommen. Ja, jetzt setze ich mir den Zylinder hier auf. Na, komm schon. Jo, so. Dann werden wir den hier mal versenken. Zack. Und jetzt kann man, seht ihr schon mal, wir können jetzt den Motor durchdrehen. Ist jetzt so, als wenn normale Kurbelwellenlager verbaut wären. Ja, Kopf kommt drauf, dann ziehe ich das Ganze einmal an. Machen wir hier eine Mutti drauf, dass wir hier gleich den Motor drehen können. Und ja, werde jetzt den Zylinderkopf anziehen und dann ermitteln wir erstmal das Quetschmaß. Ja, Zylinder ist jetzt montiert und angezogen und ich kann jetzt eben Lötdraht oder Lötzinn hier rein packen und kann jetzt einmal den Motor durchdrehen und kann dann eben sehen, wo sind wir. Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen doll. Mal schauen. Ja, das ist 1,6. Das ist ein bisschen zu doll. Das heißt, jo, wir müssen weitaus tiefer. Ja, ich werde das jetzt mal machen, so dass ich eben gleich auf dem 0,9 bis 1 oder bis 1 mm Quetschkante komme. Das werde ich mal machen und dann sehen wir uns gleich wieder, weil das ist jetzt immer derselbe Ablauf. Bloß ich muss jetzt eben mit den Dichtungen hier rumspielen, um die richtige Höhe hinzubekommen. Ja, ich bin jetzt hier bei 0,99, also genau 1 mm Quetschkante. Und das ist perfekt, also für mich jedenfalls. Man könnte jetzt noch, noch weiter runter gehen, aber ich finde einfach, dass es nachher, ja, bringt nachher nicht viel, viel mehr Leistung. Klar, ein bisschen schon, aber thermisch bringt das natürlich extrem viel Belastung mit rein. Und das möchte ich hier nicht. Deswegen 1 mm Quetschkante lassen wir so. Und jetzt wissen wir, dass die Dichtung passt und können jetzt ja, gucken, wo der Zylinder steht, uns das genau anzeichnen und können dann eben den Einlass komplett fräsen. Ich zeige euch auch gleich nochmal, welche Fräse ich da so für verwende. Es gibt verschiedene, also da ja, hat jeder nachher so seins. Da muss man eben gucken, wo man am besten mit zurechtkommt. Es gibt bei Amazon oder bei eBay kriegt ihr so Sets. Wenn ihr jetzt nicht das jeden Tag macht oder so, dann müsst ihr euch nicht unbedingt, ja, so teure Fräser kaufen. Hier auch nochmal die Überströmkanäle, die werden hier auch nochmal angepasst. Das rote hier, das geht auch nochmal mit weg auf beiden Seiten, dass das auch nochmal vergrößert wird. Dass ihr euch das eben alles anzeichnet. Und wir nehmen mal vorsichtig jetzt die Dichtung hier runter, weil ich muss jetzt ja einmal das Gehäuse einmal trennen. Und dann kann ich mir das nämlich anschauen. Dann lege ich mir gleich die Dichtung da wieder auf. Gut, wir können jetzt ja, Gehäuse wieder trennen. Die nehmen wir mal ab hier. Na. Und dann können wir nämlich gleich einmal genau schauen. Aber das finde ich so, ist für mich persönlich die beste oder beste Methode, um sowas auch wirklich genau zu machen. Weil wenn man sich das jetzt nicht so zusammensetzt, ja, dann wisst ihr ja nachher gar nicht, ob das wirklich stimmt, die Höhe. Und deswegen mache ich das immer so. Ja, jetzt kann ich mir hier die Dichtung, brauche ich jetzt ja nur auf einer Seite auflegen. Und dann habe ich ja nachher automatisch, kann ich das auf die andere Seite übertragen. Nehme ich jetzt einmal die Dichtung,
lege die hier unten auf, nehme den Zylinder, setze sie mir hier wieder auf. Na, vorsichtig, dass die Dichtung nicht kaputt geht. So, ganz vorsichtig runter. So, jetzt können wir das Ganze runterschieben. So, und jetzt sehe ich, dass das passt in meinem Fall. Ich habe jetzt hier eben angezeichnet, die Höhe passt. Ich kann jetzt anfangen zu fräsen. Und wir schauen uns jetzt mal die Fräse an, womit ich das mache. Oh, ich sage eben noch, pass auf mit der Dichtung und jetzt zerreiße ich sie fast. Gut, wäre nicht so schlimm, weil ich habe genug Dichtung da. Aber man muss das ja nicht unbedingt kaputt machen, ne? So, vorsichtig runter. Packen wir uns weg. Kurbelwelle können wir rausnehmen. Kommt auch beiseite. Lagerdummy kann auch raus. Wer Interesse an den Lagerdummies hat für diese Motorenreihe, also SR2, kann mich gerne anschreiben, schreibt mir eine E-Mail. Dann gucke ich mal, wie viele Anfragen da kommen, dann nehme ich das vielleicht im Shop mit auf. Ja, es gibt verschiedene Fräser. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Winkelfräser. Übrigens, diesen Fräser, da wird es demnächst auch ein Video zu geben und auch ja, eine Aktion. Die benutze ich gerne. Ist eher was für einen Zylinder oder so, oder wenn man jetzt hier mal rein muss, um Kanten zu glätten oder so. Dann habe ich hier von Dremel, oder nee, Proxon, ich sag schon was Falsches. Ich habe insgesamt eine flexible Welle mit einem Hängemotor, da hängt das dann dran. Habe hier mein Handstück und kann dann eben hier bearbeiten. In dem Fall jetzt hier werde ich von hier mit einem Langschaftfräser reingehen und das Ganze aufweiten, dass man eben hier das Ganze erweitert. Mit dem Langschaftfräser, dann kann man schön hier vorne rein, kann das alles anpassen, ja, und eben auch den Einlass, dass der komplett größer ist. Das werde ich jetzt gleich mal machen, zeige euch dann nochmal das Endresultat, wie das aussieht, wenn ich das jetzt alles bearbeitet habe, hier die ganzen Kanten und so, oder Kanäle, so eher gesagt. Ja, ich werde das mal bearbeiten, das Ganze, dass das eben passt zum Zylinder. Ja, ich habe mir gedacht, ich kann das ja nebenbei ein bisschen laufen lassen, wie ich hier rumfräse. Ich habe mich jetzt entschieden, erstmal so einen Langschaftfräser zu nehmen. Ihr seht ja, ich habe einige Fräser da. Ja, wenn man das öfter macht, dann hat man halt ein paar Stück da. Auch in verschiedenen Qualitäten. Da gibt es schon Unterschiede. Nur ich sag mal, wenn ihr das jetzt einmal macht, dann braucht ihr nicht euch jetzt so einen Fräser da kaufen für 20 oder 30 Euro pro Stück, ne? Dann reicht ja normaler so ein Set oder bei Port King bekommt ihr auch so ein Set. Ja, das reicht dann auch. Ich lasse mal so ein bisschen Musik laufen nebenbei und fräse hier dann mal los. Ja, ich habe hier so einen Hängemotor mit Biegewelle und dann legen wir mal los hier.
Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Hat jetzt die richtige Größe, so dass da auch genug durchgeht. War ein bisschen Gefräse, aber es geht. Das Schöne ist, dass man die Gehäuse eben halt auseinandernehmen kann und dann hat man nicht ganz so viel Arbeit. Ja, das ist auch nochmal angepasst worden hier, dass das eben alles zum Zylinder passt. Ja, sehr schön. Jetzt ist der Motor auch fertig oder vorbereitet für den Zusammenbau. Weil wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr natürlich auch nicht die volle Leistung. Also das muss schon bearbeitet werden. Wer das nicht selber machen kann, kann da auch bei ZT das Ganze machen lassen. Oder wenn ich halt so einen Motor aufbaue, dann mache ich das eben so wie jetzt hier auch gleich mit. Ja, liebe Leute, das war es mal so viel zu dem SR2 Tuning Motor. Und in der nächsten Videoreihe von dem SR2 Tuning Motor geht es dann eben los, Zusammenbau und so weiter. Das machen wir dann eben alles zusammen. Heute wollte ich euch eben einmal den Zustand auch zeigen oder was man machen muss, um so einen Zylinder verbauen zu können. Also es ist nicht einfach Plug and Play. Man muss da schon ein bisschen was machen. Aber so habt ihr mal einen Einblick gehabt, wie das Ganze funktioniert, wie das auszusehen hat in etwa. Ja, ich denke mal, jeder, der so ein bisschen mit dem Dremel um kann, der kriegt das auch hin. Also das ist kein Problem. Gerade dadurch, dass man die Gehäuse teilen kann, hat man das ein bisschen einfacher. Ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Kanal abonnieren, ganz wichtig, Daumen nach oben. Und ja, lasst mal ein paar Kommentare da. Vielleicht fährt schon einer den neuen Zylinder von ZT Tuning auf dem SR2 und kann da mal was zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss, tschüss.